So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, aber verrat's keinem. Wir haben wieder ein Ticket bekommen, beziehungsweise sogar zwei Tickets vom Alex, vom Alexander Ahringer. Der hat mir nicht nur das C-Day-Ticket geschenkt fürs Wochenende, was ihr dann wahrscheinlich im C-Day-Stream sehen werdet und im Ausbeute-Video, da werde ich auch nochmal was dazu sagen. Er hat mir sogar das Eierlei-Zugang-Ticket geschenkt für Februar, wo ihr wieder bei jedem Drehen vom ersten Pokestop des Tages eine Brutmaschine bekommt. Und da ist auch wieder eine super geniale Forschung dabei, wo gefühlt nichts drin ist, bis auf ein Hisui Fukano ganz am Ende. Was aber noch drin ist, wir wollen trotzdem die einzelnen Schritte mal machen. Das sind nämlich vier Kapitel, dafür stelle ich euch mal ganz kurz hier ab. Jetzt ist das natürlich schon fertig, weil ich gestern noch so viele andere Sachen zu tun hatte. Die erste Seite ist schon abgeschlossen. Das tut mir ja so leid, ich bin aber so schlau. Ich habe vorher mal ein Bild kurz gemacht, damit ihr seht, was man überhaupt machen musste. Fange 30 Pokémon, fange 15 verschiedene Arten von Pokémon und verschicke 20 Pokémon. Bei mir war gestern Abend der letzte Tag von dem Rocket Event mit Frustration verlernen und Zeugs. Ich musste alle Kryptos aussortieren. Ich musste alles wegschicken, dass die übrig sind, nicht bei denen noch Frustration verlernen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Tagsüber mit dem Gotcha wieder unterwegs gewesen, also mit dem Go Plus mittlerweile, weil ich ja die Schlafforschung nebenbei noch mache. Da sind die anderen Aufgaben leider auch fertig geworden. Aber ihr seht ja jetzt, was da gemacht werden muss. Wir holen das jetzt hier auch ab. Wir gucken, was auf der zweiten Seite steht, was man machen muss. Dann sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg zum Arzt. Dann müssen wir später noch einkaufen. Dann müssen wir später noch hier und dahin. Und da kann man immer mal den Rest wieder mitnehmen. Go Plus Plus ist nämlich auch wieder am Start. Hier steht jetzt, verwende 25 Bären. Toll, beim Fangen von Pokémon. Dann habe ich ja wieder Brettschiss, weil... Das kann das Gotcha nicht alleine machen, da muss ich ja aktiv sein. Das wird jetzt also nichts mehr in der Fahrt. Schicke 5 Geschenke an Freunde, gut, Stops drehen kann ich. Dann brüte 3 Eier aus. Boah. Jetzt habe ich extra 12er Eier gesammelt, weil ich noch ein Eiervideo machen wollte. Jetzt wird das nichts. Das heißt, ich muss erstmal hier unten die nehmen. 3 Stück. Ich hau jetzt einfach die Brutmaschinen hier drauf auf die 3 12 Kilometer Eier und die müssen dann eben für die Aufgabe, für die Quest gebrütet werden, Geschenke verschicken. Das mache ich dann nebenbei. Bären mache ich auch. Wir melden uns zurück, wenn die Eier aufgegangen sind und wenn wir ins nächste Kapitel können. So, da melden wir uns kurz mal zurück, aber aus der Küche für zwischendurch, denn wir waren jetzt die ganze Zeit unterwegs, waren nochmal einkaufen, waren hier, da, jenes, haben etliches gekauft. Es gab zum Beispiel auch, guck mal hier, den dicken, fetten Fanatee im Angebot für 1 Euro. 2 Liter für 1 Euro. Das ist unglaublich brutal. Ich habe mir den weißen mitgenommen. Ich habe mir den gelben mitgenommen. Ich habe mir der rote mitgenommen. Ich habe mir der grüne mitgenommen. Was ist euer Lieblingstee von den 4 Sorten? Dann habe ich gesehen, es gibt ja 10.000 Red Bull Sorten in alle möglichen Farben. Die auch für jeweils 1 Euro. Das heißt, die habe ich auch mal mitgenommen, die möchte ich auch mal testen. Problem war, was mir gerade einfällt, ich bin so dumm, Pupsi, du hörst es auch, ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ich nutze ja immer mein Handy, um mir Hotspot zu geben an das iPhone. Und mit dem iPhone nehme ich doch dann immer auf, wenn ich was mache. Jetzt habe ich mein Handy zu Hause vergessen und habe die Schnauze voll gehabt und gesagt, toll, ich habe alles dabei, bis auf mein Handy. Jetzt kann ich gar nicht dann die Aufgaben fertig filmen unterwegs, muss ich es dann zu Hause irgendwann machen. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Du hättest mir doch einfach von deinem Handy aus Hotspot an das iPhone geben können. Dann hätte ich es doch trotzdem unterwegs filmen können. Das ist sinnlos, ne? Vor allem hat sie unendlich viel Datenvolumen und ich denke, weil ich mein Handy nicht dabei habe, kann ich mir hier kein Internet drauf machen, um das hier aufzunehmen. Dabei hätten wir es einfach mit ihr machen können. Naja, egal. Jetzt möchte ich euch kurz mal das Ende hier zeigen, denn wir haben ja bestimmte Aufgaben gehabt bei dem zweiten Kapitel. Eins war davon natürlich 25 Bären beim Fangen von Pokémon benutzen. Eins muss ich noch machen. Wir suchen uns mal ein Pokémon hier raus. Und zwar nehmen wir natürlich ganz klassisch das Raupi. Wie kann man denn was anderes nehmen außer Raupi? Wir nehmen Raupi, wir werfen jetzt hier einen Ball drauf, großartig. Dann müssten die Aufgaben hier fertig sein. Es gibt überall 2500 Staub. Dann gehen wir kurz raus, gehen wieder rein und sind auf Seite 3 von 4 gelandet. Verdiene 25 Herzen mit deinem Kumpel.
öffne 5 Geschenke, das mache ich abends dann aber immer erst, fange 20 Pokémon vom Typ Normal oder Drache. Normal oder Drache, am Montag geht ein Drachen-Event los. Da müsste auf jeden Fall einige Drachen spawnen, ne? Und Normal, Quaff Quaff ist ja, glaube ich, Typ Normal. Bald ist Valentins-Event und so Zeug, da gibt es viele Normal-Pokémon. Sitzt hier ein Drache? Nein. Sitzt hier ein Typ Normal? Meiner Meinung nach auch nein. Was ist Dedenne? Ist das Elektro? Elektro und Fee? Also da ist nichts dabei. Das heißt, da brauche ich ein bisschen. Ich kann ja mal kurz gucken, was in meinem Queststapel drin ist. Das ist Knacklion. Das ist Boden. Und ich denke mal, das ist ein Drache, weil der halt später so aussieht wie ein Drache. Na gut, lass mal den weg. Also, das müssen wir machen. 25 Herzen mit dem Kumpel, machst halt wieder einen rein, fütterst, spielst, wischt auf den nächsten, fütterst, spielst, machst ein Bild, wischt auf den nächsten, fütterst, spielst, wischt auf den nächsten und 5 Geschenke öffnen mache ich, wie gesagt, abends, wenn ich sehe und weiß, wer Interaktion hat. Wenn wir das fertig haben, melden wir uns wieder zurück. So, jetzt muss ich mich nochmal zurückmelden, denn erstens möchte ich die nächste Seite abholen und zweitens ist mir aufgefallen, ich musste doch im vorherigen Kapitel 3 Eier brüten. 3 Eier brüten, 3 12-Kilometer Eier haben wir reingehauen und ich habe die ganz vergessen zu zeigen. Ich wollte euch doch zeigen, was in den 12-Kilometer Eiern drin war. Ich habe es jetzt hier mal drauf gemacht. Das erste war Molung, ist leider kein weibliches. Die weiblichen sind ja immer begehrt, die Leute wollen immer die weiblichen haben, weil man nur die weiblichen entwickeln kann. Warte mal kurz. So, der ist vorbei. Das Weibliche kann man entwickeln, das Männliche nicht. Die Leute wollen immer die Weiblichen, ne? Das ist jetzt hier ein männliches, hat trotzdem 3 Sterne. Dann war hier noch ein Lavitar drin, das hat auch 3 Sterne. Und ein Garnovil, ebenfalls mit 3 Sternen. Das waren die 3 12-Kilometer Eier für die Aufgabe. Und dann war die Aufgabe ja auch im Prinzip schon fertig. Da gibt es nochmal 5000 Erfahrungspunkte. Auf jeder Seite, die holen wir jetzt ab. Gehen auf die letzte Seite, müssen aber erst wieder zurück und dann wieder rein und haben, landet 30 Curveball-Würfe, erkunde 5 Kilometer und entwickle 10 Pokémon. Das wollen wir jetzt noch fertig machen, da kriegen wir überall Staub raus und ganz am Ende dann unser Highlight für 6 Euro, ein Hisui Fukano. So, willkommen zum letzten Kapitel, wir müssen noch einmal das ganze Ding hier abholen. Pupsi ist gerade hier im Pascha, Pizzeria, Kebabhaus, noch nie gesehen. Da ist der Teddy, da ist ein Kebabhaus, das muss wohl neu sein. Das gab's noch nicht. Die ist da jetzt kurz reingegangen, hat gesagt, sie will sich eine Dönerrolle schnell mitnehmen, weil sie irgendwo was auf Facebook gelesen hat während der Fahrt, dass es da so eine super geniale Dönerrolle geben soll. Sie will jetzt Döner essen. Eigentlich gab's ja was anderes, eigentlich haben wir uns hier Sushi mitgenommen aus dem Kaufland und vor allem bin ich total beeindruckt, weil ich kenne es ja, dass überall der ganze Mist immer um 30% reduziert wird. Ich habe noch nie gesehen, dass was um 49% reduziert wird. Also 1,50 für eine Packung Sushi finde ich schon stark. Da musste ich zugreifen. Das habe ich mitgenommen. Jetzt also keine Dönerrolle, heute gibt es Sushi. Was noch krasser war, andere Dinge wurden sogar 79% reduziert. Da hast du statt 2,50 nur 50 Cent bezahlt für zum Beispiel eine halbe Ananas, also schon in Scheiben so geschnitten, beim Obst und Zeug. Alles, was halt so frisch war, was so übers Wochenende dann, kenne ich nicht. Ich kenne nur 30%, mehr kenne ich nicht. Außerdem hat Pupsi während der Fahrt die ganze Zeit Curvebälle geworfen. Ich habe ihr einfach mein Handy gegeben, habe gesagt, hier, werf mal ein paar Curvebälle, dass die Aufgabe fertig ist. Ich habe jetzt auch so ein paar Sachen schon entwickelt. Das ist egal, das hier gehört nicht dazu, aber ich muss noch eins von ein Pokémon entwickeln, 9 von 10 haben wir jetzt hier drauf. Wir nehmen mal das hier aus dem Heute-Tab mit, ne, aus dem Quest-Stapel, also von den Feldforschungen. So, das ist ungefähr jetzt also, das Sushi lenkt mich ab, das sind die Curveball-Würfe, die wir gemacht haben. Und jetzt möchte ich was entwickeln. Ich habe auf der Fahrt hierher das Go Plus dann auch wieder angehabt und wollte eigentlich das letzte Pokémon, was es mit Go Plus gefangen hat, entwickeln
fürs Video, aber das geht nicht, weil das ist Grabox. Und Grabox kannst du nicht entwickeln, dann bräuchtest du ein Modul dazu. Hier ist Zickzacks daneben, deswegen werden wir jetzt einfach Zickzacks entwickeln, weil das ist dann das vorletzte Pokémon, was wir gefangen haben. Das von der Feldforschung zählen wir jetzt nicht dazu. Dann müsste das fertig sein. Dann ist auch Pupsi gleich fertig, hoffentlich. Bringt sich eine fette Dönerrolle mit aus dem Pascha. Müssen wir irgendwann mal hin. Ich hoffe, die haben auch eine Karte, die man mitnehmen kann, wo man mal drauf gucken kann. Vielleicht gibt es da auch wieder irgendwelche coolen Sachen, die es woanders nicht gibt. Und mal gucken, wie da irgendwann eine Döner schmeckt. Ne? Jetzt holen wir hier den ganzen Staub ab. Haben noch eine Pokémon-Begegnung mit Hisui. Fukano, wir werfen direkt den Ball so drauf. Wir werden das auch direkt, wenn das jetzt drin ist. Es ist drin. Morgen ist bei uns C-Day. Ich darf keine gelben Bälle verwenden. So, 3 Sterne, 10, 14, 15, das ist okay. Aber wird natürlich trotzdem weggefeuert, weil braucht kein Mensch. Ansonsten ist das die ganze Forschung. 6 Euro für diese Forschung. Beziehungsweise 6 Euro halt für die ganzen Brutmaschinen, okay. Das muss man dazu sagen, aber weiß ich nicht. Ist halt nicht viel drin in der Forschung. So, Pupsi ist wieder da. Pupsi hat eine Karte mitgebracht. Das sieht doch super aus. Neu in Meiningen, der Pascha ist da, zeig mal deinen Sack. Guck, da hat sie jetzt das eine Dönerrolle. Ein Döner. Döner, gab keine Rolle. Ich wollte keine Rolle. Du wolltest? Ich denke, bist extra wegen ja, der Dinge her. Dolmerstraße 51 bei Teddy. Steht ja genauso drauf. Deshalb denke ich, die Bewertung ist nur geschrieben worden, damit genau man sagt, Dolmerstraße bei Teddy, damit man genau weiß, was wie wo. Ja, das gucken wir uns in Ruhe mal durch und vielleicht können wir ja demnächst ja auch mal was zu essen testen oder so. Ansonsten, wie geht's Jonas? Jetzt habe ich 10-mal aufs Auto gehauen. Nee, der schläft. Guckt, wie der schläft. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses, eure Pupsi, wir fahren jetzt heim und dann beiß ich mal in ihren Döner rein und dann darf sie mal meinen Sushi probieren und dann ciao.